Ich bin Carsten in Velbert. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich bin heute auf dem Weg von Velbert-Nierenhof zur Ruine der Burg Isenburg. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr gerne eingeladen, mich noch ein Stückchen zu begleiten. Ja, der Weg, der führt jetzt gerade hier über so einen Bergrücken entlang. Was ich persönlich ja sehr gerne mag. Rechts und links geht es dann direkt bergab. Allerdings gehen auf beiden Seiten Straßen entlang, so dass dann doch einiges an Verkehrslärm hier oben zu hören ist. Nichtsdestotrotz ist hier ein schöner, schmaler Pfad. Gefällt mir. Ja, und hier wird demonstriert, wie früher das Rädern funktioniert hat. Da wurden einem mit einem Rad Arme und Beine gebrochen, sodass man auf ein Rad geflochten werden konnte. Und dann wurde dieses Rad auf einen Pfahl gestellt. Naja, und da blieb man dann so lange, bis man dann tot war. Ja, und das ist dann hier der Ausblick, den die Burg bietet. Fragt mich nicht, was die Schüsse sein da sollen. Ich weiß nicht, ob da unten im Tal Schützenfest ist. Weil Jagdsaison ist da eigentlich nicht, oder? Ja, und hier stehe ich in der Wachstube. Ja, ich bin schon wieder auf dem Abstieg von der Ruine Isenburg. Ich bin heute relativ spontan hier hingegangen. Eigentlich hatte ich eine andere Strecke geplant. Aber da es heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ziemlich stark am Regnen war, hatte ich gedacht, okay, dann gehst du heute gar nicht.
Später hatte es dann aufgehört zu regnen. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, suchst du dir mal auf der Schnelle eine kurze Tour raus. So, das habe ich getan und deshalb habe ich eigentlich auch gar nicht so viel über die Ruine vorher gelesen. Wie gesagt, ich packe einen Link unten in die Box rein. Wer sich mehr für die Burg interessiert, kann es da gerne nachlesen. So, die Burg ist ungefähr auf der Mitte der Strecke. Also schauen wir mal, was wir auf dem Rückweg so zu sehen kriegen. Kommt mit. Ja, und das passiert, wenn man nicht aufpasst, ruckzuck wird man von der Schlange gebissen. Nee, natürlich nicht. Einfach mal nicht aufgepasst und schon bin ich an irgendeinem Dornstrauch hängen geblieben. Weil hier ist eigentlich kaum noch ein Weg zu erkennen. Junge, Junge. Ja, und was hatte ich schon lange nicht mehr? Genau, Regen. Ja, und nachdem es die letzten Kilometer eigentlich nur über geteerte Wege oder Straßen ging, beziehungsweise durch bewohntes Gebiet, geht es dann jetzt endlich mal wieder das letzte Stück bis nach Nierenhof durch den Wald. Ja, ich bin jetzt hier auf den letzten Metern durch den Wald. Kurz vor Nierenhof. Dann bin ich gleich wieder am Auto. Bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.